Du bist noch ein bisschen leise, kannst du dein Mikrofon ein bisschen lauter stellen? Das wird leider schwierig. Na gut, ich versuche einfach dich zu verstehen. Jo. Gut. Hast du den Dungeon schon mal gespielt? Ja. Gut, ich zwar noch nicht, also ich habe den, glaube ich, irgendwann mal gespielt, aber ich habe keine Ahnung mehr wann. Jo, passt. Also Wird keine schon Ahnung, was da irgendwie. noch alles war. Wollen wir noch warten auf einen anderen oder wollen wir jetzt schon starten? Egal, wie du möchtest. Okay. Ich habe jetzt nicht die ultrakrassesten Waffen und ich bin jetzt nicht krass ausgestüttet. Meine Güte, ich hab's heute auch wieder. Ja, alles gut. Dann. Ich schick dir mal meinen Namen, meinen Bungee-Namen. So. Gut, so, dann sind wir drin. Boah, du bist schon ein krasses Level. Ja. Spielst du sehr häufig? Eigentlich nur, ja. Nee, ich habe jetzt wieder angefangen. Seitdem auf Epic Games dass diese drei Erweiterungen kostenlos geworden sind, da habe ich mal komplett reingestartet. Oh, ist ganz nice. Also ich bin eher so ein Casual-Spieler. Ja, passt. Was müssen wir jetzt hier mit diesem Exo-Engramm machen? Du musst ja dann hier, das ist ein komischer Stein, da einfach dran stehen, dann siehst du, dass die weggehen. Du Okay, musst ja einfach ja. nachladen. Ich mache das Spiel ein bisschen leiser. Und dich mache ich noch laut. Warte Ja, am besten kurz. 200%. Ah ja, ich kann nicht lauter stehen. So. Sag mal kurz was. Hallo, hallo, hallo. Ja, jetzt viel besser. Gibt's nicht auch hier diese versteckten Audio-Logs, die man hier finden kann? Naja, aber ich weiß nicht, wo die alle sind, leider, deswegen. Okay, ja, ist gut. Kann ich dir leider nicht zeigen. Hauptsache, ich schaffe ihn. Ja, das sollte dann kommen. Tag 2 geht zu Ende und ich vermute, der verdammte Vandal hat uns reingelegt. Als wir ihn in die Beutehöhle verfolgten, war ich sicher, er würde uns direkt zum Schatz führen. Doch das hier sieht aus wie eine normale Höhle. Ich habe dem Team noch nicht gesagt, dass wir uns verirrt haben, aber Bismarck wird langsam misstrauisch. Dieser Geist ist schlauer, als gut für ihn ist. Aber ich werde nicht umkehren. Es gibt hier einen Schatz. Es muss einen geben. Bei diesen Explosiven aufpassen.
Barriere durch die Anlage. Oh Gott. Entschuldigung, ich bin gestorben. Alles gut. Kannst du mich heilen? Ja, jo. Vielen Dank. Muss aufpassen, hier gibt's einiges an Fallen. Oh ja, ich sehe diese Druckplatten, warte mal. Oh Scheiße! Oh nein, das war dreckig. Der Weg ist schon frei, also können Sie einfach nur nach oben gehen und dann. Ah, okay. Also hier geht's richtig lang. Ja. Achso, da muss ich rufen. Das ist sehr viel Jump'n'Run. Ja, schon. Dann bleibt man hier stehen. Oh. Ja, das kenne ich noch ein bisschen. Da muss man, glaube ich, hin und her gehen und dann diese Generatoren machen. Jetzt kannst du einfach rübergehen. Okay. Ich bin hier ein bisschen beschäftigt. So, warte. Dann hier einfach durch. Oh Gott. Hüter gefallen. Ups. Ja, aber das war schon echt gut, was du da gemacht hast. Nein, warum hab ich das? Fuck. Ich habe hier so eine Kanone, die ist später auch nochmal ganz wichtig. Die brauchen wir eigentlich immer dann. Also für spezielle Gegner oder was? Na, für einen Counter halt, für Sachen, die man machen muss. Also siehst du hier das komische Ding hier? Da uns einfach jetzt der Kanone ein bisschen aufschließen. Okay. Dann geht die Tür hier auf. Kommt hier was runter oder was? Ja. Scheiße. Boah, komm, oh, Geräte da. Ja. Das ist echt gefährlich, ey. Mhm. Und diesmal hier rauf. Okay, jetzt kannst du dir Damage-Waffen reinnehmen. Warte mal. Dann nehme ich einfach ein Automatikgewehr und meine
Exo. Wie gesagt, ich hab nicht die besten Waffen, also erwarte nicht viel. Hast du noch einen Raketenwerfer oder sowas? Ja, den hab ich. Ja, der sollte auch was machen. Hast du schon die Flagge genommen? Ja, die hab ich. Ist schon aufgestellt hier. Ist ja auch besser, wenn du bei deiner Super anstatt das Schwert den Brunnen mitnehmen könntest. Okay. Da können wir ein bisschen besser überleben. Also hier den Brunnen des Glanzes. Genau. Gut. Achso, jetzt habe ich mein Ulti nicht mehr. Ja, weil ich das gerade geändert habe. Soll trotzdem noch gehen. Musst du 10 Stück von den Exos aufsammeln, dann bekommst du deine Super sofort wieder. Deswegen. Okay. Ganz gut. Schau, ob ich hier irgendwie rüberkomme. Also hier ist der erste Brustkampf. Genau. Das ist auch wieder nur die Kanone, den Typen. Das brauchen wir wieder. Dann können wir das aufmachen. Okay, du musst auf, ich töte die Gegner. Hat 6 von den Dingern. Genau, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Machen da einmal die Tür auf und dann können wir die Dinger abgeben. Also bei jedem Ding habe ich immer nur 30 Sekunden. Das hält sich ja wieder auf dann, wenn du welche aufsammelst. Wie viel kann man denn maximal halten? 100 Stück. Aber wir brauchen nicht so viele. Jetzt gehen wir wieder in die Mitte. Und geben die Dinger ab. Das sind doch nicht so viele. Okay. Soll ich meine Ult einmachen? Ja, genau. Jetzt ist es für den Brunnen. Okay. Zack. Und jetzt machen wir Damage. Seine erste Phase. Ja, jetzt machen wir das Ganze einfach nochmal. Gibt man die hier auch wieder von den Vandalen? Ja, die Kanone bekommt man wieder von denen. Schon auf die andere Seite gehen, mach die Tür auf. Okay. Ja. Wird es offen? Na, ich hab doch das Feld da gemacht. Ich bin tot. Na, was? Danke. Willst du mal die andere Seite noch einmal aufmachen? Ja.
Mitte gehen und dann wieder Schaden machen. Nee, mein Ulti ist auch gleich bereit. So, jetzt ja, ich glaube, das müsste reichen. Ja, ja. Jawohl, nice. Huh. Was kriegt man hier jetzt? Oh. Neue Schrotflinte. Setze einen Weg durch die zerstörte Anlage vor. Da geht's weiter. Super. Ah, hier unten ist noch so ein verstecktes Hörgerät, aber das ist, glaube ich, egal. Ja. Das nächste müssen wir mit einem Sparrow fahren und Minen entschärfen dabei. War das nicht, wo man, auch mit Speeder durchgehen muss? Genau. Okay. Ich bin gar nicht mal so schnell mit dem Sparrow. Hä, wie soll man das schaffen? Es gibt noch so Minen, die man nebenbei aktiviert, also so Punkte. Der aktivieren kann nebenbei, die verlängern die Zeit ein bisschen. Ah, okay. Ja, ich bin ultra langsam gerade. Na, ist gut, ich mach das schon. Scheiße. Nein! Ich hab meinen Sparrow verloren. Leute, du hast es komplett geschafft? Ja. Junge, bist du krass. Hast du das schon mal so bei Raids gemacht? Ja, auch. Ich hab da mal kurz reingeschaut. Also, es gibt ja diese Möglichkeit, bei fremden Leuten mitzumachen. Also bei Randoms. Ja, das finde ich aber nicht so gut. Das ist ein bisschen komisch. Da habe ich auch gemerkt, da hast du ja auch kaum Kommunikation. Ja. Ich glaube, mir ist noch eine extra Kiste, die kannst du mitnehmen. Oh. Da oben. Achso, komme ich da noch ran? Ja, ja. Muss ein bisschen hier von der Seite entlang springen. Das ist alles so glatt, ich komme hier kaum drauf. Ja, nee, brauch noch ein bisschen. Da auf den vielleicht erst. Ja, nee, ich glaube, ich schaff das nicht. Da. Da kann man bestehen. Ist wahrscheinlich hier zu mir hoch. Ah ja, ich bin gleich drauf. Nein! Ich kann mir nicht draufstehen. Dann komm einfach zu mir hoch. Hier. Soll das einfach gehen. Na da. Ja, perfekt. Jawohl. So, und was gibt's hier für eine Secret-Truhe? Ach, so ganz normal. Ach, einfach nur so ein Sniper. Hab ich jetzt gerade bekommen. Sind die Waffen krass hier? Ja, schon. Die Schrotflinte ist auf jeden Fall ziemlich gut.
Das Scharfschützengewehr geht und die Handcannon ist auch ganz nice. Ja, dann lohnt sich das ja dreimal. Und am Ende kriegt man ja diesen Raketenwerfer von Destiny 1. Mhm. Und das ist jetzt der letzte Bosskampf hier, oder? Nee, noch nicht. Müssen wir noch was kurz machen? Vorm Anfang. Kurz vorm Ende. Ja, genau. Wir sollen nochmal eine Flagge. Ja, wenn du das machst, machst du die Kanone an, dann kannst du dich nach vorne boosten. Dann kannst du zum nächsten Ding. So, jetzt. Oh, du hast ja keine. Oh, Scheiße, jetzt habe ich dich vergessen. Gut. Ich komme auch anders rüber. Jetzt ist wieder ein Servitor suchen. Der hier random irgendwo ist. Und den müssen wir dann irgendwie zerstören, auf die Mitte schießen. Der ist irgendwo verstreut. Ja, genau. Oh, ich sehe ihn. Ich brauche meinen Raketenwerfer. So geht das. Warte mal, brauchst du Hilfe? Ich komme. Alles gut. Ja, kannst kommen, aber ich bin nicht fertig hier. Kannst du den nächsten suchen, wo der ist? Das ist der nächste? Okay, warte. Guck ich mal direkt. Ich sehe ihn, das ist direkt über dir. Hier oben bei mir. Ich hab doch getroffen. Der will mich nicht rüberschießen. Ich schieße die ganze Zeit auf diese Kanone. Und dann, wenn ich da drauf bin, dann schaltet der mich da nicht rüber. Jetzt. Güte.
wenn der Ball dann bei der Kanone liegt, musst du dann einfach Kanone anmachen. Und dann auf den Tisch schießen lassen. Das ist noch zweimal. Jetzt muss ich wieder suchen, wo das Ding ist. Ich mal hier hin. Ich sah ja da oben. Ey, wie schnell du da hinkommst, das ist ja unfassbar. Ne, da oben ist er nicht. Er ist unten bei mir. Ja, okay. Ich wurde von der Kanone getötet. Unlucky. Ich fühle mich gerade super schlecht. Muss doch nicht, alles gut. Ich glaube, der Servitor ist bei mir. Also, hier schwebt auch ein Servitor bei meiner Leiche. Ja, genau, das ist der. Oh nein. Oh scheiße. Ah, oh scheiße. Alles gut. Da sind wir fertig. GG. Das war sehr knapp. So, da bin ich. Gut, was bekomme ich hier jetzt? Ach, eine Robe. Korrumpierte Echo-Robe. Ey, die sieht echt geil aus. Warum? Ja. Kommt ja auch noch bei Zur immer so Roben, die man sich einfach auf irgendeine Kleidung raufpacken kann. Ja. Diese Ornamente. So, und das ist jetzt hier das Finale, oder? Genau, jetzt laufen wir zum Boss. Hier auch wieder, weiß nicht, Hast du das exotische Schwert Klage? Klage? Nee, ich hab nur ein Schwert, das heißt Halbwahrheiten. Okay. Na, das sollte vielleicht auch gehen. Nimm's auf jeden Fall mal mit. Dann auch wieder einen Brunnen, wenn's geht. Hab ich drinne. Sehr dann gut. Dann nehme ich, Nee, ich glaube, ich bleib bei dem Sturmgewehr, oder? Oder ich nehme die Sniper. Ich nehme die Sniper. So, Kampfbanner. Und hier ist jetzt auch das Prinzip gleich, oder? Also. Genau, also jetzt kommen wir, siehst du hier in der Mitte. Da ist noch rechts und links was. Da müssen wir dann eine Kanone aufsammeln und da oben auf die Dinger schießen. Dann kommen aus den kleinen Boxen hier wieder die Engramme raus und die liefern wir dann in der Mitte ab.
Ja, okay. Danach können wir Schaden machen. Jetzt am Anfang warten wir hier erstmal kurz. Kannst du deinen Brunnen auch setzen? Jetzt? Ja, genau jetzt. Dann kommt so ein kleiner Typ raus und den töten wir jetzt einfach. Nervt ein bisschen, deswegen. Jetzt kannst du dir eine Seite aussuchen, wo du hingehen willst und dann... Ja, ich gehe die andere Seite. Jo. Ja, kurz warten, bis den Kramer rauskommen. Ah, bei mir sind sie schon rausgegangen. Dann einfach einsammeln und warten, bis die nächsten rauskommen. Ab alle. Ich kann schon mal in die Mitte gehen und abgeben. Soll ich meine Ult anmachen? Ah, nee, noch nicht. Ja, ich kann grad nichts, aber ich hab jetzt Erfahrung gemacht. Passt schon. Jetzt hat hier mit dem Schwert am besten Damage machen. Jetzt nehmen wir ihn. Das Ganze jetzt nochmal, aber ich glaube, ich bin tot. Hüter gefallen. Ja. Warte, ich hol dich. Oh, verdammt nochmal, diese scheiß Sniper-Drohne. Ich bin in 35 Sekunden wieder da. Also, ich auch holen können. Wieder auf der anderen Seite. Jo. Wie viele hast du? Ich hab 15. Okay, dann ist immer welche. Das sollte jetzt reichen. Jetzt habe ich 20. Da kannst du in die Mitte gehen. Wann soll ich anmachen? Geh dann wieder hoch und dann machst du ihn an. Jetzt kommen wir hoch und das Gesetz im Brunnen. Du musst genau am Haus dran. Nein, er schubst mich zu weit weg. Als ob man bei diesem Wasser direkt stirbt. Ja, kannst du nicht rein.
Ja, wir müssen noch einmal machen. Ja, bei mir ist der Typ mit der Kanone. Kannst du jetzt auf die Mitte schießen? Doch, dann musst du auf eine andere Seite gehen und dann drauf schießen. Jetzt. Ja, ist aktiv. Jetzt ist aber bei dir auf der Seite auch nochmal so ein Ding. Da kannst du auch nochmal drauf schießen. Ah ja, sieh. So, hab. Danach brauchen wir nochmal welche, also kannst du nochmal in die Mitte gehen. Und da welche abschließen. Du kannst eigentlich schon in die Mitte gehen und abschließen. Ah, fuck, ich bin schon tot. Ja. Ah, diese Drohne schießt dann so oft an. Ich geh doch was meine Dinge ab und dann. Was hat mich denn jetzt gekillt? Das Wasser vielleicht. Saugwasser. Ich war einen Schritt da drauf. Ich wollte doch jetzt gerade nichts machen. Ich brauche nur so 16 Stück, glaube ich. Ich habe jetzt 10, ich brauche noch. Ja, dann kannst du in die Mitte gehen. Kannst du in die Mitte gehen. Achso, reicht das jetzt schon? Ja, ja, ich habe auch 10. Fang ich mal jetzt schon an. Das reicht mir jetzt schon. Nein. Jawohl. Ja, schon. Nice. GG. Was ist das? Ich höre dich hier rumschleichen. Du willst dir nehmen. Nehmen, was mir gehört. Fass ja nichts an! Das gehört alles mir! Nice. Vielen, vielen Dank nochmal. Jo, kein Ding. Okay. Dann. Ciao, ciao. Ja, wünsche dir noch einen schönen Tag. Jo, ciao, ciao. Weiß. Ja. Nice. Geil. Netter Kerl. Wirklich nett. Und das war's auch hier mit der Folge. Ich weiß nicht, wie kriege ich denn jetzt noch den Raketenwerfer? Muss ich vielleicht... Stimmt, ich muss auf diese eine... Muss ich nicht diese eine... Errungenschaft annehmen? Ich bin jetzt nämlich gerade ein bisschen ahnungslos. Wie bekomme ich denn jetzt den Raketenwerfer? Ich habe doch gerade den Dungeon gemacht. Wie bekomme ich den denn jetzt? Also, wenn ich den jetzt nicht bekomme, dann finde ich das jetzt ein bisschen Betrug. Also, das ist ja... Das ist dann echt gemein. Aber ich habe trotzdem ein paar nicht schlechte Waffen bekommen. Zum Beispiel einen Sniper und eine Schrotflinte, die... Da hat der Kollege auch schon gesagt, dass die gar nicht mal so schlecht sein soll.
Aber ich guck jetzt nochmal, weil ich sollte eigentlich den Raketenwerfer bekommen, den legendären. Sonst fühle ich mich jetzt echt betrogen. Sur, ich ist denn jetzt bringe mit eine dir? Nachricht von den Neuen. Erfordere den Abschluss des Triumphs. Der reichste tote Mann der Welt. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Och, Junge. Wir sprechen uns bald wieder. Ja, Leute. Also den Raketenwerfer habe ich leider nicht bekommen. Oder vielleicht vom Pferd vielleicht? Ich glaube nicht, nee. Den Raketenwerfer haben wir noch nicht bekommen. Blöd gelaufen, aber dafür habt ihr den Dungeon mal gesehen. Alles erinnert sich an Feuer. Ich hoffe, euch hat das trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.